Das Rennen ums Weiße Haus hat offiziell noch gar nicht begonnen, aber bei Fox News läuft sich Donald Trump schon einmal warm. They want to call you a dictator. Auf die Moderatorenfrage, ob er im Falle eines Wahlsieges zum Diktator werde und vorhabe, seine Macht zu missbrauchen, um sich an politischen Gegnern zu rächen, gibt es eine typische Trump-Verneinung. You mean like they're using right now, except for day one. Except for? He's going crazy. Except for day one. Meaning? I want to close the border and I want to drill. Beim Publikum kommt das gut an. Viele Trump-Anhänger haben die Niederlage gegen Joe Biden nie akzeptiert. Dessen Hauptargument für die Wahl ist, wer Biden wählt, verhindert Trump. Auf die Frage, ob er auch gegen jemand anders als den Ex-Präsidenten noch einmal antreten würde, war seine Antwort eher verhalten. I expect so, but look, he is running and I have to run. Eine schöne Vorlage für den Herausforderer. Do you think in 11 months he will be their candidate? I personally don't think he makes it. Okay? I haven't said that. I'm saving it for this big town hall. I personally don't think he makes it. I think he's in bad shape physically. Do you remember when he said, I'd like to take him behind the barn? If he took me behind the barn and I went like this, I believe he'd fall over. In einem Jahr wird in den USA ein neuer Präsident gewählt. Dieser Trump-Auftritt ist vermutlich nur einer von vielen, die bis dahin für Irritationen sorgen werden.